So, ich bin auch mal wieder da. So, willkommen zurück. Go. Bitte. Yeah. Was ist denn jetzt ja reingeflogen? Danke, Albert! Oh, was ist denn jetzt los? Ah! Dufte! Oh. Wo seid ihr eigentlich? Bei diesen Sonnenmückenschwärmen. Ach, da hinten. Ihr seid denn im Fake-Bereich. Ja. Da muss ich hin. Ich brauche Level-Ups. Ich brauche Fates. Ich bin nur allein zu schwach. Wo bist du denn? Ich bin hier. Direkt mittendrin. Ich weiß nicht, wo du bist. Hinter dir. Und ein Fate ist jetzt genau was? Da kann jetzt irgendwie jeder dran teilnehmen, oder? Ja. Ah. Ich brauche noch zwei von diesen komischen Mückenschwärmen da. Leider nicht viel bekommen. Eigentlich gar nichts. Weil ich nicht großartig daran teilgenommen habe, glaube ich. Open World Event, schreibt Hybrid gerade. Nee, das wollte ich nicht. Die Dufte steht da hinten. ich hab ganz viel Spaß. Ja, danke. Und euch, wie gesagt, auch viel Spaß im Urlaub und eine gute Nacht. Wer fährt in Urlaub? Tata und... Ah. Achso, ja. Viel Spaß natürlich, klar. Im Urlaub. Hier irgendwo noch ein Feld? Nee. Gerade nicht. Also ich glaube, mit Tyler kann ich heute nicht rein. Glaub ich. In der Inni. Ich glaube, ich schaff's nicht bis Level 15. Ah! So, wo musst du hin? Moment. Zement. Da. Ah, also direkt da wieder zurück. Ja. Nee, ich will Level 15 erreichen. Dann kann ich mich zumindest als Heiler versuchen. Fulupa, Fufulupa, wie auch immer.
Ach, sechsmal Castrum, der Film, oh mein Gott. Ja, den Spaß mit Castrum, den habe ich morgen auch. Ich muss morgen noch... Warte mal. Dreimal rein. Aber muss ich morgen Castrum laufen. Würde die Mounts unbedingt haben. Die Mounts habe ich schon. Ich will nur noch die letzte Frisur haben. Mir geht's nur noch um die letzte Frisur. Mir fehlen 50 Steine. Oder eigentlich 49. 49 Steine fehlen mir. Einen einzigen habe ich. Noch. Also eventuell, Kaya, falls ich ein Fate sehe, müsstest du mit mir dahin. Ja. Nur eventuell, gerade sehe ich noch keinen. Also einer ist zwar da, aber... So, wo musst du hin? Moment, komm sofort. Zentrale ist, glaube ich... Ja, Zentrale ist... Okay, warte mal. Wie ist das denn denn? Wie heißt deine Quest nochmal? Ach da, glaube ich hab's. Auf verlorenem Posten. Ah, gut, da bist du schon. Oh ja, ja, da habe ich aber einiges verpasst, der Quest. Geht doch eigentlich. Ja, in der Liste ist das ein bisschen... Ah, da. Ich glaube, da kann... Polenstopp-Bahnhof passt, meine ich schon. Hoffe ich. Naja, klar. Müsstest du jetzt eigentlich dann auf Ja drücken können. Ja. Nicht das mit dem komischen Zopf, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie die heißt. Die zweite da in dem Bunde. Ich weiß nicht, wie die hier heißt, die ich hier habe. Was meinst du? Es geht um die Frisur. Ach so, sagen, hä? Wovon redet sie? Warte mal. Ja, ich warte hier. Nee, komm mal, hier. Tanda. Ja. Warum rennst du einmal vor? Willst du echt zu Fuß laufen? Nein. Siehste. Oh, Luna. Danke. Aber bist du dir sicher? Du hast sowieso schon so viel gegeben. Ich hoffe, das ist hier richtig. Nicht, dass du wieder nach unten musst. Werde ich gleich sehen. Oh Gott. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo du hier hin musst. Es kann auch sein, dass du nach unten musst. Kann sein, dass du hier runter musst. Oder? Ich weiß es nicht. Seli. Ich brauche irgendwie eine Seli. Aber die ist es quasi... Wäre sie jetzt genau hier? Ah, hier ist sie ja. An dem Chocobo. Chocobo. Oder ein Fade ist weg. Oh Gott, Level 14 Fade. Ja, Stufe 14. Danke, Luna. Danke. Ich muss nicht mehr Castrum laufen. Danke. Da werde ich die Steine wenigstens los. Das stimmt. Oh, danke. 3 Stunden gespart morgen. 3 Stunden zum Leveln vom Druiden. Was? Keine Ahnung, bevor mich in Gefahr sind. Achso. Wo musst du hin? Ja, warte. Da. Also eigentlich so ziemlich... Also ist weit. Ah, ja doch. Kann ich dich hinbringen. Dann tandem wir mal eine Runde. Tandem wir mal, ja. Jetzt muss ich mir aber gleich nochmal die Frisur angucken, die ich da jetzt habe.
Kenn ihn noch nicht. Das ist ein Level 12 Fade. Da bist du ja, Lephorik. Hallo. Bestimmt ein Franzose. Die sind ja alle französisch. Habe ich so das Ach so. Gefühl. Ich freue mich schon, wenn ich mit Luna farmen gehen kann. Luna denkt sich wahrscheinlich nur, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Jo. Luna ist gerade umgefallen. Ach, nicht doch. Doch. Was machst du denn immer mit ihr, Mann? Ihr sagen, dass ich mit ihr farmen gehen möchte? Das ist offensichtlich nicht gut für ihre Nerven. Nee, ich merk's. Oh, und sie fährt nochmal hin. Oh, arme Luna. Was ist das denn für ein Ding? Nee, das trage ich nicht. Dann nehme ich lieber den Schuh, der ein bisschen schwächer ist, aber nicht dieses. Oh mein Gott. Was macht sie denn da? Was war das denn? Hat sie den Stein gefärbt? Das sah zu sein aus, ja. Oh mein Gott, was ist das? Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Ja, ne? Oh Gott, nicht schon wieder. Nein, hast du gut gemacht. Alles supi. Mach nochmal. Ich fand Rot am besten. Was bringen uns hier weg? Roll dieses Schokobuteil ab. So, mal wieder komplett überfordert. Ich weiß immer noch nicht, wie das... Ich weiß immer noch nicht, wie ich das komplett mache. Ich muss irgendeinen Baron Quivion 3 besiegen. Wo ist denn der? Hier will jetzt auch Schokobons. Hä? Wo musst du hin? Ja, das weiß ich gerade selber noch nicht so genau. In die Quiberons Pfarrhaus im Süden. Ach, da. Okay, alles klar, warte. Das ist dieses komische Pfarrhaus. Ah. Ja. Bald hole ich mir mein Vierertier. Luna ist wahrscheinlich eh wieder eher da. Ich freue mich auf mein Vierertier. Ich muss gleich mal gucken, welches ich mir da eigentlich holen wollte. Well. So, warte mal. Da habe ich meine Karte hier einmal verschwunden da unten. Bring mich mal hier hin. Ich freue mich auf mein Vierertier. Oh, Luna! Also, da nach links musst du. Aber der greift dich doch an, das ist doch immer eben. Helfen! Klar! Ha, er schlüpft ja wirklich! Macht Spaß zu heilen, zumindest dich. Ich aber mal mich selbst heilen. Hey, hallo, da geh mal an. Ich bin gleich tot. Noch macht es Spaß. Ja. Später nicht mehr. Je nachdem, wie gut man es kann.
wäre, glaube ich, keine so super Heilerin. So, warte mal eben hier einmal aufladen lassen, also HP und. Deine HP sind doch voll. Außerdem hast du Heiler dabei. Dann, Luna, als Unterstützung im Kampf. Und ist dieser komische Baron. Wenn P aufladen willst, dann greif etwas mit Eis an. Geier. Was? Wenn du MP aufladen willst, dann greif etwas mit Eis an. Ah, okay. Oh, jo. Dankeschön für den Tipp. Oh nein, nicht den. Oh Gott. Den da bitte. Und sei ein cooler Typ. Es ist also eh schon. Ist sowieso, oder? Ah, guck dir meinen schicken Hut an. Weißt du, und du da sitzt da und denkst dir nur, ach Gott. Anfänger. Also was Druide angeht, bin ich echt Anfänger. Kai, ich erkläre dir den Zaumaturg immer etwas. Das kann man irgendwie auch immer, man ihn aussprechen mag. Von Luna übrigens. Ich bin jetzt, also mich brauchst du nichts mehr fragen, ich bin einfach nur noch Übersetzerin. Also höre ich jetzt genau zu. Deswegen bewege ich mich gerade nicht. Ich darf dafür. Ah ne, ich brauch Fates. Oh, 14er Fate. Oh, den 9er Fate krieg ich hin. Ich bin gleich wieder da. Okay. Piu, 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 Magi, alles brennt. Warum nehme ich den da? Weiß es nicht. Ich brauch Fates, ich brauch Fates, ich brauch Fates, ich brauch Fates. Ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben. Warum mach ich das immer alleine? Ich werd sterben, 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 ich werd sterben. Ach, du kleiner Pisser. Ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben. Das ist nicht wahr. Er greift mich an, ich wollte reingeworfen. Sie macht einmal und das Ding zerpufft in 1000 Einzelne. Ja, natürlich, weil guck dir Lunas Level an. Das sehe ich ja nicht. Dann musst du sie anklicken. Dann steht oben das Level. Ja. Dann weißt du's. Irgendwie sitzt der komisch. Ah! Mann! Warst du eine Schusswaffe? Was bist du für eine Klasse, ey? Soll ich jetzt hier eben auf dich warten oder nicht? Oder du machst ja erstmal auf jeden Fall deine Quest. Wenn was von Luna kommt, dann lese ich vor. Ja gut, okay, dann gehe ich da jetzt rein. Ich bin gerade erstmal versuchen, mein Viechchen hier, mein Druiden irgendwie auf 15 zu kriegen. Was ich wahrscheinlich heute nicht mehr schaffe. Muss ich irgendwas Besonderes machen, um hier reinzukommen? Nee, das ist der Typ. Ah, okay. Gut, ich krieg hier wahrscheinlich Hilfe jetzt. Aha. Der war eh. Wieder so cool, er seine Künste. Ach, da hinten muss ich hin. Okay. Oh Gott, warte. Oh, ich versuch's gleich mal nebenbei ein bisschen vorzulesen. Du hast, Kaya, warte. Du hast standardmäßig rechts oben
dein Elementarbalken. Wenn du dort Feuer hast, dann kannst du deinen einen verstärkten Feuerangriff machen. Willst. Musst du logischerweise dort Feuer haben als Element. Das erhältst du, indem du Feuer einsetzt. Das verbraucht viel Mana. Wenn deine deine Mana leer ist, setzt Transposition ein. Dadurch wird ein Feuerelement auf Eis gewechselt. Dann musst du weiter mit Eis angreifen. Dadurch regenerieren sich deine MP viel schneller. Wenn du wieder volle MP hast, dann wieder Transposition und mit Feuer weiter angreifen. Und ja, ich musste das in zwei Teilen eintippen, da ich die maximale Anzahl an Zeichen überschritten hatte. Ah, okay. Ja, also wenn du es nicht verstanden hast, kann ich nochmal vorlesen. Ja, ja, ich habe das wohl schon okay. Weit verstanden. Ich meine, es ist hier, Transposition habe ich schon gesehen. Oh nein, nein, oh Gott. Ja, sehr schön. Okay, vielen Dank für den Tipp. Oh, scheiße. Ich einmal kurz mit an. Oh Gott. Oh, danke. Wo treibst du dich jetzt rum? Ich bei einem Fate mit einem Kompagnon hier. Also ein Kompagnon, den ich nicht kenne, aber wir machen ja doch mal ein Fate. Hier meine großen Kaktus dazu. Ja, oh ja, mach mal. Sieht die eigentlich gar nicht auf der Karte? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin auf dem einzigen Stufe 9er Feld. Aber das bringt dir nichts, weil du kein Reiter hast. Also du könntest du hinlaufen. In der Nähe von dem Bahnhof bin ich. Ja, ich geb mal nicht das da. Ja, mach mal. Das dauert hier noch ein bisschen. Stufe 8. Schön. Oh Gott. Naja, wenigstens eine Stufe. Na, immerhin. Oh Gott. Sorry, Luna, ich habe das gerade eben erst gesehen. Soll ich dich immer noch in die Gruppe einladen? Nein. Och, lass mich doch einfach. Ich will doch nur auf mein Reittier. Weg hier. Schnell weg hier. Was ist das für ein Fade? Stufe 6. Komm. Wenn wir gerade mal hier sind. Okay, komm schon. Luna reitet Kaya. Was? Das hat ja nicht ganz so viel gebracht, aber immerhin etwas. Oh. Luna, würdest du einmal Taxi
machen. Wo bist du überhaupt? Ah, da, ich sehe irgendwo einen Punkt. Ja, ich muss ins westliche Tanalan. Yeah, dankeschön. Ich sehe euch. Ins westliche? Mhm. Ups. Irgendwie wurde ich vom Reittier verstoßen. Was? Ist das normal? Es, doch, hier hat er sich eigentlich harmonisiert. Ja. In Dingens. Zumindest stand er da vorhin dran und hatte seine Hand dran. So, eigentlich hat er sich harmonisiert. Ich weiß nicht, ob er abgebrochen hatte oder... Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich war er vorhin hier. Einmal mit Prof. Dann solltest du eigentlich eine Anfrage bekommen haben. Wenn du dich harmonisiert teleportieren? Hast. Hä? Ja, da stand ganz kurz nur teleportieren, vielleicht ein, zwei Sekunden, so schnell konnte ich gar nicht auf Werk klicken und da bin ich vom Reiter geflogen. Ah. Ach. Eine Anfrage bekommen, rechts unten. Ich weiß gerade nicht, wo du steckst. Teleportangebot? Meinst du das als Anfrage? Also bei mir ist es halt direkt oben. Aber ja, und unten, irgendwo rechts unten müsste so ein kleiner Balken sein mit Teleportanfrage. Stimmt, das ist im Nachhinein dann auch noch. Ah. Über deinem Inventarfeld ein Pünktchen da, die du da hast. Ah, okay. Da müsste okay, eine Leiste sein. Ja. Ist hier irgendwo in der Nähe ein Fade? Mit deinen Fades. Ja, ich will Stufe 15 erreichen. Wie soll ich das denn sonst machen? Ich komme in keine Indie rein. Da hinten ist eine, aber die packe ich nicht. Oh. Weiß ich, dass ich die nicht packe. Die da oben erst recht nicht. Wenn wir die Stufe 10 das mal erreichen, würden wir aufhören. Ich könnte, wir sind mit meinem Faustkämpfer, kann ich rein in die Inni. Ich geh doch mal als Heiler. Also bei dir sieht. Na gut, ich weiß nicht. Wie weit du von der. Was denn? Wie lange du noch brauchst, um deiner. In die erste Indie kommst. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich bin jetzt 13, bin jetzt. Naja. Also ab. Stufe 15 kommt man, meine ich, in die eine Indie rein. Ich weiß wohl nicht, ab welchem Level in der Hauptstory. Wie heißt dein Hauptquest gerade? Der Klotz am Bein. Kann Luna nämlich mal nachgucken, wie lange es bis zum nächsten Indie dauert. Also er muss auf jeden Fall auch eine Hauptquest machen. Oder? Oder? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall durchgehend Hauptquest gehabt.
Anfangs. Das Ganze anfangs habe ich mich nur auf die Hauptquest konzentriert, habe die Klassenquest komplett links liegen lassen. Dann habe ich eine ganze Weile nur die Klassenquest gemacht und die Hauptquest links liegen gelassen. Und irgendwann, als ich Custom machen konnte, habe ich nur noch Custom gemacht. Und habe alles andere links liegen gelassen. Geil, oder? Noch so circa 10 Quests. Also das schaffen wir heute. Die erste Eni. Haben wir mal nicht. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Castrum liebt ihn nicht. Ja, ne? Castrum, die Liebe meines Lebens. Stadtgebiet weiter so, wenn ich das gerade sehe. Bis gleich, Luna. Bis gleich. Soll ich dich irgendwo hinbringen gleich? Das erste muss ich nur ein Stückchen weiter. Okay. Das ist sonst so dramatisch. Ansonsten, ich bin hier gleich durch. Dauert nicht mehr lange. Hoffe ich. Komm zurück, Luna. Ich bin jetzt Level 14. Jo. Stimmt. Mann. Gibt's denn hier irgendwo Händler, wo ich mal ein bisschen Krempel verkaufen kann? Doch. Ja. Überall. Was sagst du so einfach? Hey, immer noch keine Stufe 9. Oh, Fettbrei. Da muss ich da durch. Oh, Stufe 10. Fett. Wenn du irgendwo hin musst, sag, ne? Ja, ja. Oh nein, ich weiß, was ich ahne, oder? Ja, nein, vielleicht. Ist das hier oben der Fade? Ja. Freue ich mich, wenn ich endlich in die Inis kann. Oh, Luna, schreib mich nicht so. Aber kommt, sehe ich in so einem Augenblick so ein diesen Drachen da antanzen. Hier ist er, der Ruffy. Komm. Du musst doch keine Angst vor Fintania haben, er ist nur Lalas. Sagt Luna gerade. Ach so, ja, da bin ich ja beruhigt. Oh, Fett. Juhu, Stufe 9. Bist du immer noch in dem komischen Kaff da? Nee.
Wo bist du denn? Immer noch in dem komischen Kopf da. Und unartige Kajalak. Bin ich unartig. Also in dem Kopf hier bist du nicht. Wo bist du denn? Moment. Ach, warte. Brauche ich nicht mehr. Ich darf nur die Hauptquest annehmen. Ah, ist einfach ein. Das ist ja ein Mann im Kaff. Und Level 13er Dingens. Das schaffe ich nicht. Sequenz. Ja, da werde ich doch sterben. Sah ich doch jetzt schon. Oh, da habert schon. Er hat gleich so eine nervige Einzel-Inni. Echt? Juhu, ich sterbe gleich. Oh. Oh. Ich hasse jedes Mal wieder. Luna steht da schon. Warum macht diesen Feld eigentlich nie jemand? Danke, Luna. Oh. Ja, sorry. Also jetzt habe ich aber alle hier. Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe, ey. Eigentlich wirfst du nicht. Weißt du, ich habe einen. Einen habe ich angegriffen. Was kommt? Alles. Es kommt aber auch echt alles. Alles, was ich angegriffen. Alles, was hier kreucht und fleucht, kommt an. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja. Du am Jammer bist, ey. Alter, wenn du das hier sehen würdest, ne? Ja, ich seh's aber gar nicht. Alter. Ach, hier bist du. Oh Gott. Dank andere Menschen schneller. Luna setzt sich einfach hin, ey. Und amüsiert sich wahrscheinlich königlich. Oh Gott, habe ich nasse Hände, ey. Die sind schweißnass, ey. Oh. Oh Gott, warum? Kaya steht mittendrin und tut nichts. Wir sehen doch mal einen an. Oh, haben wir es bald. Ey, nicht weglaufen. Ja, jetzt nicht mehr. Aber eben. Das war haarscharf, Luna. Wirklich haarscharf. Ja, eine gute Nacht, Mira. Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Um Gott, nimm dir. Gute Nacht. Ist Viecher, oder? Ich will eigentlich nur. Wo ist das letzte? Da ist es. Es hat mich auch irgendwas angegriffen. Oh. Oh, Gott sei Dank. So, nehmen wir noch meinen weit von Stufe 10 entfernt. Luna regelt. Mhm. Wieso, wo ist denn jetzt der Typi? Mhm. Da. Papier, das ist so neu. Ja, siehst du? Das war haarscharf. Ganz knapp. Oh Gott.
Wenn ich wenigstens mal Stufe 10 erreichen würde, das wäre ja schon mal ein Anfang. Oh! Da ist wieder ein fatales Ereignis. Oh Gott, ich sterbe. Okay. Komm mal mit. Wer, ich? Ja. Wo bist du denn? Da. Den Dicken hier? Mhm. Blubbernder Bernie. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ach, wahrscheinlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen gegen Blitz anfällig ist. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich wollte nicht heilen. Der Bernie hat aber auch einen schlechten Tag. Ja, ne? Luna sitzt da und angelt. Kai muss aus der Gruppe. Ja, ich lasse ihn gleich aus der Gruppe. Gleich kommt scheinbar deine Einzeldingens. Ja, genau. Klar. Da werde ich dich dann rausholen. Also mal still, hier verjagt mir die Fische. Ah, ich sterbe. Ich bin tot. Dass du dann angetüpft. Ich bin tot. Oh Gott, nein. Scheiße, geh weg. Geh weg. Du stirbst übrigens auch. Nein, ich will nicht. Hau ab, du blubbernder Bernie. Zieht euch an. Blubbernder Bernie war wohl keine gute Idee. Irgendwie nicht. Oh. Für uns zumindest nicht. Achso, ich lasse dich dann mal aus der Gruppe, ne? Ja. Ich gebe ihm vorher immer noch kurz aufs Klo. Ja. Bernie würde nur seinen Tag genießen. Nee, nix da. Ach komm, warum greift ihr mich eigentlich immer sofort an? Boah, Leute. Ihr habt doch... Habt ihr irgendwas Schlechtes gegessen heute? Ich will doch nur den blubbernden Bernie. Boah, du, ich will doch nur Level spielen. Das Bernie, das du bist, er. Das ist eine sehr gute Frage. Es bringt ja auch was, wenn ich das Bestiarium weitermache, oder? Oh, dazu müsste ich in den... Oh, dazu muss ich im Wald. Ich bin nicht im Wald. Warte mal, ich habe gerade kurz einen ganz kurzen Moment.